In diesem Affinity Designer Tutorial möchte ich mit Polygonen spielen, und zwar möchte ich Spiralen erstellen und dann immer weitergehen. Ich fange mal mit einem Fünfeck an, lassen Sie sich überraschen, was es gibt, und dann gehen wir Schritt für Schritt in weiteren Videos weiter. Also, als erstes erstelle ich eine neue Datei, Datei neu. Ich mache die mal 1000x1000 Pixel, 50 Pixel Rand und sage OK. Hier kommt es nicht so drauf an, was Sie für Maße haben, das werden Sie dann sehen. Jetzt werde ich dann immer aus der Mitte, aus dem Mittelpunkt arbeiten, das heißt, ich brauche Hilfslinien. Für das gehe ich unter Ansicht, Hilfslinien konfigurieren, und jetzt habe ich die horizontale und vertikale Hilfslinien. Wenn man jetzt eine neue macht, macht es automatisch immer in der Mitte eine Hilfslinie. Das ist noch recht praktisch. Ich schließe mir das. Und jetzt habe ich hier ja die verschiedenen Zeichentools. Ich brauche das Polygon-Tool. Ich mache ein Fünfeck, das kann man da eingeben und im Nachhinein noch ändern. Ich möchte das Ganze durchsichtig, also keine Farbe. Und die Linie, hier nehmen wir mal eine Punktlinie. Auch das können Sie individuell anpassen. So, ich gehe jetzt nochmals auf dieses Tool, gehe hier hin. Nicht die Alt-Taste wie im Illustrator, sondern die Command-Taste, Shift-Taste. Und dann kann ich das aufziehen und ziehen Sie das ungefähr so auf. Kommt eben, wie gesagt, nicht so drauf an bei mir jetzt. Dann brauche ich die Ebenenpalette. Sie sehen jetzt, ich habe hier ein Polygon gezeichnet. Gehen Sie dann einfach unter Bearbeiten, Duplizieren, Befehl und J. Und den brauchen wir immer wieder. Also wenn ich das jetzt mache, habe ich hier ein zweites Polygon, und jetzt möchte ich das hier, das erzeugte Polygon, rotieren. Für das gehen Sie am einfachsten hier ins Transformieren. Ich gehe hier aus der Mitte, das heißt, ich könnte hier von oben oder aus der Mitte gehen, und am einfachsten klicken Sie jetzt hier hinein, drücken die Shift-Taste und dann die Pfeil nach oben. Oben-Taste, und schon wird das um 10 Grad rotiert. Jetzt gehe ich auf einen Ecken, Shift-Command, und ich ziehe das dahin, dass ich sehe, dass alles hineinpasst. Nächstes, immer wieder das Gleiche. Jetzt brauche ich dann immer wieder diesen Befehl, duplizieren, ich gehe hier hinaus, Command. J, 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 J und so weiter. Und dann habe ich das Ganze. So, jetzt haben wir mit einem Fünfeck wie so Rotationen erzeugt. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen einfärben. Für das brauche ich meine Farbfelder. Die ziehe ich mal hier hin, dass das geht. Es ist wichtig, dass jetzt die Hintergrundfarbe, also die Farbe ausgewählt ist vom Hintergrund, nicht die der Kontur. Und jetzt möchte ich das einfärben. Wenn Sie diese Farbfelder nicht finden, sind die unter Ansicht Studio. Und hier habe ich die. Gut, jetzt wähle ich mir mal mit dem schwarzen Pfeil das letzte, das ich gemacht habe, aus. Auch da könnte ich das hier auswählen und sage dem, du bist weiß. Dann gehe ich auf das Äußerste, also das erste, das ich gemacht habe, und sage dem, du bist schwarz. Und jetzt gebe ich immer eins nach oben und färbe das ein. Das werde ich jetzt ein bisschen schneller dann laufen lassen, weil das nicht so spannend. Eines mache ich noch, ich wähle das an, sage dieses, dann das nächste und so weiter. So, jetzt habe ich das eingefärbt, ich mache es nicht ganz fertig, und in den nächsten Videos werden Sie sehen, was wir daraus machen.